Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 36. Braunschweig International Film Festivals. Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre aktuellen Filme und werfen einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Julia Rutkowska und ich freue mich sehr, Eva Sommer mit ihrem Film Beatrix begrüßen zu dürfen. Hallo Eva, hallo. Schön, dass du es geschafft hast. Beatrix verbringt den Sommer allein in einem fremden Haus und oft macht sie nicht viel, aber wir kriegen trotzdem sehr viel zu sehen. Kannst du uns eine kleine Einführung in deinen Film geben? Ja, eben ja, Beatrix ist allein in einem Haus, das sie selbst gar nicht kennt und sie ist selber neu dort. Und eigentlich gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, weil eben gar nicht viel über die Beatrix auch erzählt wird. Und es geht mehr darum, glaube ich, mit ihr den Moment zu teilen oder die vielen kleinen Momente, die sie dort verbringt, mitzuerleben. Tja. Genau, wir bekommen einfach mit, was sie in diesem Haus macht. Und das sind sehr alltägliche Dinge. Passiert gar nicht besonders viel Aufregendes zuerst. Wie hast du denn diese Figur erarbeitet? Und wie war deine die Arbeit zusammen mit den Regisseurinnen? Wie habt ihr euch ausgetauscht? Ja, also ich habe eigentlich gar nicht so stark an der Figur oder der Psychologie der Figur gearbeitet. Ich habe vielmehr daran gearbeitet, was es bedeutet, sozusagen nicht zu spielen, sondern ein, was auch immer das bedeutet, authentisch zu sein. Und ich habe mich mehr auf meine Intuition und meinen Körper verlassen in dem Ganzen. Und Lilith und Milena, die Regisseurinnen, haben so ein ganz, ganz klares Drehbuch geschrieben. Und es war immer sehr klar, was passiert, aber ich habe es vorher auch gar nicht gewusst, was passiert. Also wir haben wirklich versucht, so einen authentischen Moment einzufangen. Und für mich war es eher mehr so ein Improvisationstrick, den ich immer wieder angewandt habe, um wirklich so vorzudringen, was aus dem Körper rauskommt. Weniger so eine psychologische Geschichte mir über eine Figur zu überlegen, weil es für mich und auch die Regisseurinnen sehr wichtig war, dass es eigentlich eine Figur ist, in die sich jeder auch selbst, in der man sich selbst sehen kann oder selbst die Geschichte erfinden kann. Und somit habe ich das auch so angelegt. Okay, also du hast die Rolle bekommen und dann hast du aber gar nicht viel erfahren und dann bist du ans Set gegangen und wusstest, okay, heute drehe ich den und den Take und dann hast du dich rangesetzt. Also natürlich haben wir uns öfter auf ein Café getroffen und über alles gesprochen. Aber wie man auch im Film sieht zum Beispiel, habe ich nie gewusst, wo das Frame aufhört und wo es anfängt. Ich habe es mir schon ein bisschen vorstellen können, aber das war auch ganz wichtig, dass ich mich natürlich vor der Kamera auch raus aus dem Bild und rein bewege. Und ja. Sehr spannend. Was auch besonders spannend ist, ist, dass der Film analog auf 16mm gedreht wurde, im 4:3 Format. Hat das quasi deine Schauspielarbeit irgendwie beeinflusst? Ja, natürlich. Also erstens bin ich auch nicht eine klassisch ausgebildete Schauspielerin. Ich bin Performance-Künstlerin. Und diese 16mm Film, der da rattert und rattert und rattert, der hat natürlich schon an sich was extrem Performatives, weil wir haben höchstens 3 Takes von Situationen genommen und meistens ist dann auch das erste eigentlich das Beste. Und jede Einstellung war wie so eine kleine Mini-Performance, in der ich einfach wirklich im Moment jetzt und jetzt und nicht irgendwie noch verfeinern oder so, sondern wirklich im Moment. Ja. Super, super spannend. Du bist auch für den Braunschweiger Filmpreis nominiert, unseren Nachwuchsschauspielpreis. Hast du denn jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt mit diesem Schauspielhintergrund? Du meinst ja, du kommst ja eigentlich nicht aus dem Schauspiel, aber trotzdem möchtest du dann gerne weiter an Filmprojekten arbeiten und könntest du dann vielleicht aus dem Film, was du jetzt gelernt hast, an deine Kolleginnen und Kollegen etwas weitergeben? Vielleicht auch aus der Performance? Nein, also ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg macht und ich sicher keine Person bin, die irgendwelche Tipps schon gar nicht im Schauspielfeld geben kann. Aber ich persönlich finde es eigentlich cool, wenn man in verschiedenen Projekten verschiedene Rollen einnimmt. Und ich
würde mich schon auch freuen. Also ich freue mich auch, wenn ich wieder in einem anderen Film mitspielen kann. Aber ich mache auch meine eigenen Filmprojekte oder auch Theater- und Performanceprojekte. Also ich würde eher ans Herz legen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ja. Ja, Eva, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch einen Film mitgebracht hast, der ein bisschen entschleunigt in so einer hektischen Zeit. Danke, dass du da warst. Dankeschön.